Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie bei der STV. Hier ist Ihre Emma Stabel und wir bieten Ihnen heute einen echten Höhepunkt. Wir zeigen Ihnen ein Exklusivinterview mit einer Persönlichkeit, die die französische und europäische Rechte in den vergangenen Jahren wie kaum ein anderer geprägt hat. Ich meine natürlich Jean-Marie Le Pen. Freuen Sie sich nun auf ein interessantes Gespräch, das Karl Richter mit dem Gründer und langjährigen Vorsitzenden des Front National im Europäischen Parlament für die STV geführt hat. Hallo, Monsieur le Président. Herr Le Pen, in Frankreich wie in Europa sind Sie eine Persönlichkeit der Zeitgeschichte. Sie gründeten im Jahr 1972 den Front National, der heute eine der erfolgreichsten europäischen Rechtsparteien ist. Dann der Parti politique de la droite européenne le plus fructueux. Sie sind außerdem seit 1984 Abgeordneter im Europaparlament und waren fünfmal Kandidat Ihrer Partei zu den Präsidentschaftswahlen. Für viele europäische Patrioten, das kann man sagen, sind Sie eine Legende. Ich selbst durfte Ihre Bekanntschaft 1989 machen, einen Monat vor dem Fall der Berliner Mauer, als Sie den deutschen Republikanern unter Franz Schönhuber einen Besuch in Bayern abstatteten. Weg Franz Schönhuber, votre collègue. Je vous remercie très cordialement. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich für unser Gespräch Zeit nehmen. Fangen wir mit dem aktuellsten Thema an, das auch in Deutschland viele Patrioten beschäftigt. Sprechen wir von den Regionalwahlen in Ihrem Land am letzten und vorletzten Wochenende. Der Front National, auf den auch in Deutschland viele Patrioten große Hoffnung setzen, hat dabei ein, sagen wir, beachtenswertes, alles in allem aber eher durchwachsenes Ergebnis erzielt und konnte sich am Schluss nicht, wie von vielen erhofft, durchsetzen. Wie ist Ihre Prognose? Welche Rolle wird der Front National künftig in der französischen Politik spielen oder spielen können? Man darf nicht außer Acht lassen, dass der Front National im Moment eine Krise durchlebt. Diese hat ihren Ursprung vor allem in meinem Parteiausschluss wegen meines fehlenden Respekts vor der Political Correctness. Die Zukunft des Front National wird vor allen Dingen von seiner Einigkeit abhängen. Denn bevor man die nationale Einheit schaffen kann, muss man zunächst die Einheit in der Partei schaffen. Ich tue alles, was ich in dieser Richtung unternehmen kann. Es ist unabdingbar. In diesem Fall könnte Marine Le Pen sogar Präsidentin der Republik werden. Was sehr bemerkenswert an den Fortschritten des Front National ist, ist, dass sie mit der Wachheit der Wähler korrespondieren. Diese haben realisiert, dass die Thesen und Aussagen des FN eine Realität widerspiegeln, wie wir sie jetzt vorfinden. Die Leute werden sich bewusst, dass die Aussagen des Front National Aussagen sind, die Wahrheit, Klarheit und Mut widerspiegeln. Auf dieser Basis ist er zur ersten Kraft in Frankreich geworden. Unglücklicher oder besser erstaunlicherweise ist er aber die einzige Partei in dieser Situation, abgesehen von ein oder zwei weiteren europäischen Ländern. In Deutschland gab es eine vergleichbare Bewegung, die Republikaner. Sie kamen auf 10% der Stimmen. Dabei müssten die Republikaner heute eigentlich eine ähnliche Entwicklung wie der FN erleben. Und es müsste ähnliche Parteien überall geben, auch in Spanien, Italien, in Portugal, kurz gesagt überall. Wir wollen nicht übertrieben neugierig sein und Ihnen auch keine Indiskretion entlocken. Dennoch unsere Frage, wurde im zurückliegenden Wahlkampf aus Ihrer Sicht alles richtig gemacht oder hätte man irgendwas besser machen können? Sprechen Sie über Deutschland? Nein, über Frankreich. Wissen Sie, wir hatten 7 Millionen Stimmen. Damit kamen wir an die Spitze aller politischen Parteien. Wir haben das erreicht ohne die Mittel, die den anderen Parteien zur Verfügung stehen. Wir haben nicht die Netzwerke, ein Charakteristikum der politischen Parteien in Frankreich. Wir haben auch die finanziellen Mittel nicht. Wir haben keine Sponsoren. Es läuft auf eine Angleichung zwischen der öffentlichen Meinung, der Meinung der Franzosen und der politischen Botschaft des Front National hinaus, so wie es sich darstellt.
Sprechen wir über ein anderes Thema. Wir sind alle noch über die unglaublichen Vorfälle in Köln und anderen deutschen Städten in der Silvesternacht schockiert, als Tausende arabischstämmiger Zuwanderer praktisch Jagd auf deutsche Frauen machten. Und schon seit Monaten erleben wir eine beispiellose Katastrophe, die mit dem unkontrollierten Zustrom Hunderttausender von sogenannten Flüchtlingen nach Europa einhergeht. Als Deutscher muss man auch sein Beschämen darüber aussprechen, dass es die deutsche Kanzlerin ist, die diese Zuwanderungskatastrophe, die eine Katastrophe für ganz Europa ist, maßgeblich verursacht hat. Inwieweit sehen Sie sich als europäischer Patriot, der jahrzehntelang vor den Gefahren der Zuwanderung gewarnt hat, durch die aktuellen Geschehnisse bestätigt? Was müsste aus Ihrer Sicht jetzt getan werden? Man muss sofort die Flut der Immigranten stoppen. Seit 40 Jahren sind die politischen Parteien in Europa Komplizen einer massiven Einwanderung, die nicht gerechtfertigt war, da vor allem Frankreich und ganz Europa das Phänomen der Arbeitslosigkeit kannte. Wir haben diesen Leuten demnach keine Arbeit anzubieten. Es ist kriminell, sie akzeptiert und sie hergeholt zu haben. Und hinzu kommen die Aufrufe von Frau Merkel, 1 Million aufzunehmen. Sie wird 10 Millionen darüber hinaus bekommen. Und wir wünschen nicht, dass wir diejenigen bekommen, die Deutschland wieder verlassen. Ceux qui sont en Allemagne ne reviennent pas en France. Voilà, c'est le problème. Das Ius Solis bei uns, die doppelte Staatsbürgerschaft, die massive Einbürgerungspolitik, das muss weg. Im Gegenzug muss man eine Geburtenpolitik und Familienpolitik umsetzen, die das demografische Gleichgewicht Europas mit den anderen Ländern in der Welt wiederherstellt. Sie sind seit vielen Jahren Mitglied des Europäischen Parlaments und seit der letzten Europawahl 2014 hat sich der Anteil rechter und patriotischer Gruppierungen im Parlament stark vergrößert. Wie beurteilen Sie heute die Möglichkeit, von patriotischer Warte aus auf europäischer Ebene ein paar Dinge zu verändern oder Änderungen in die richtige Richtung anzustoßen? Ich sehe nur eine Lösung, die bundesstaatliche Linie zu beenden, die charakteristisch für die Europäische Union ist. Ich bin eher für eine Konföderation von Nationen. Ich bin dafür, weil die nationale Struktur absolut unabdingbar ist, um die Unterstützung der Völker in Bezug auf jedwede Politik sicherzustellen. Die Europäische Union befindet sich in einer Sackgasse und wir verlieren sehr viel Zeit in einem Moment, wo die Situation katastrophal ist. Ich bin Anhänger eines Europas, das von Brest bis Vladivostok reicht, eines nördlichen Europa. Es gibt eine Gesamtheit gleicher Eigenschaften, gleicher Interessen und Risiken. Daraus erwächst die europäische Zusammenarbeit. Wenn wir diesen Schritt nicht gehen, werden wir überrannt. Denn eines der grundsätzlichen Phänomene unserer Zeit ist die demografische Explosion. Diese hat die Erdbevölkerung innerhalb eines Jahrhunderts von 2 auf 7 Milliarden anwachsen lassen, mit der Tendenz, auf 8 bis 9 Milliarden anzuwachsen. Europa hat eine niedrige Geburtenrate. Das verdammt uns, wenn wir jetzt nicht drastische Maßnahmen einleiten, um unsere Grenzen zu schützen und zu verteidigen, um das Überleben unserer Völker zu gewährleisten. Sehen Sie angesichts der aktuellen politischen Entwicklung die Gefahr, dass die Europäische Union zerfällt? Ja, ich hoffe es. Im Angesicht der Realität kommt der Moment, wo die Utopie zunichte wird. Und je schneller uns bewusst wird, dass wir uns mit der Europäischen Union in einer Sackgasse befinden, umso besser. Noch ein anderes aktuelles Thema beschäftigt viele Europäer: der anhaltende Krieg in Syrien und insbesondere die russische Intervention. Die französische Regierung sucht offenbar seit kurzem die Nähe zu Russland und unterstützt den russischen Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat.
Hätte die französische Regierung das nicht schon viel früher tun sollen? Und wie ist Ihre Einschätzung? Wie sollten sich europäische Patrioten im Syrien-Konflikt positionieren? Ich freue mich über die Tatsache, dass Russland in diesem Konflikt sehr wirkungsvoll interveniert hat. Die Position der USA erschien mir zwiespältig in Bezug auf die Bewegung des arabischen Frühlings. Und ich halte fest, dass Russland unser wichtigster Verbündeter in dieser Sache ist. Das Wichtigste ist es, den Islamischen Staat zu besiegen. Dafür wurden ja überhaupt keine Maßnahmen getroffen. Herr Le Pen, wir bedanken uns sehr herzlich für dieses aufschlussreiche Interview, das für viele unserer deutschen Zuschauer bestimmt von großem Interesse ist. Ganz persönlich wünsche ich Ihnen eine unerschütterliche Gesundheit und viel Kraft. Herzlichen Dank. Ich hoffe, Ihnen hat dieser interessante Einblick gefallen. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich Sie gerne bitten, unsere Arbeit zu unterstützen. Entweder mit einem Abo der Deutschen Stimme oder einer Spende an die am Ende eingeblendete Bankverbindung. Ich freue mich darauf, Sie auch in der nächsten Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie uns gewogen und bis bald, Ihre Emma Stabel.